Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen den FC Schalke 04. Endstand 1:0. Ich darf Herrn Reis um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, Glück auf in die Runde. Heute ist umgekehrt. Glückwunsch an Eintracht Braunschweig, an Jens, für den Sieg gegen uns. Ich meine, im Endeffekt die erste Halbzeit, ja, schwierig zu beurteilen von unserer Seite, weil da hat jegliche Basics definitiv gefehlt, was Zweikampfverhalten anbelangt. Und da sollte eigentlich auch der Letzte gemerkt haben, was in der zweiten Liga zusätzlich gefragt ist, dass du nicht nur spielerisch Dinge lösen kannst, soweit sie mir ja auch noch nicht, sondern die Zweikämpfe annehmen musst. Da war Eintracht Braunschweig wesentlich galliger, wesentlich giftiger. Dann haben wir in der Halbzeit nochmal gewechselt, haben versucht, einen neuen Impuls zu setzen. Da fand ich, sind wir ganz gut reingekommen. Da wäre die Riesenchance gewesen von Kusuki, was für mich eine 100%ige Torchance ist, um vielleicht das Spiel nochmal zu drehen. Dann war die Phase so ab der 70. Und wenn Eintracht Braunschweig da effektiver gewesen wäre, dann wäre das Spiel durch die Konter, die wir zugelassen haben, mit einfachen Ballverlusten, das Spiel schon früher entschieden gewesen. Letztendlich tut die Niederlage weh. Wir wollten hier definitiv was mitnehmen und werden es auch analysieren. Und wie gesagt, so wie du in der ersten Halbzeit aufgetreten bist, konntest du auch dieses Spiel nicht für dich entscheiden. Danke. Vielen Dank, Herr Reis. Jens, du hast das Wort. Ja, uns sind natürlich ein paar Steine vom Herzen gepurzelt, weil das war schon wichtig, dass wir jetzt endlich mal auch aufs Board kommen und Punkte einfahren. Und ich glaube auch, wenn man das ganze Spiel betrachtet, auch verdient. Natürlich brauchst du oder brauchen wir dann halt immer auch mal das Momentum. Das hatten wir gerade zu der Halbzeit dann halt auch auf unserer Seite bei dieser Großchance kurz nach der Pause, bei dem knappen Abseits von Simon Terodde. Ja, aber wir haben uns dann wieder reingebissen, haben dann eben auch gewechselt, nochmal frische Spieler reingebracht, sodass wir dann halt auch diese Kontersituation noch hatten. Und ich glaube, wir haben heute auch gerade mit Ball dann halt auch viele Sachen besser gemacht als am Freitag, hatten viel längere Ballbesitzphasen. Und das war wichtig, gerade bei diesen Temperaturen, dass man dann halt immer wieder den Ball hat und der Gegner hinterherlaufen muss. Das tut nämlich bei diesen Temperaturen doppelt weh. Und das war dann halt ein Schlüssel damit, dass wir halt auch dann hinten raus geschafft haben, Schalke wieder ein Stück weit wegzuhalten von unserem Strafraum, wo sie dann natürlich brandgefährlich sind mit Simon, wenn der im Strafraum ist. Wir wollten es versuchen, dass da nicht so viele Bälle reinfliegen und das haben wir im Großen und Ganzen ordentlich gemacht. Und ich glaube, wir sind heute der verdiente Sieger. Wir genießen das jetzt für einen Moment, aber nächsten Sonntag in Karlsruhe geht es weiter und da müssen wir wieder von null anfangen und das genauso abrufen, wie wir das heute geschafft haben. Vielen Dank, Jens. Gibt es Fragen? Dann kommt die Kollegin mit dem Mikrofon und einmal Name und Medium nennen. Danke. Leonhard Hartmann, Braunschweiger Zeitung. Hi, Glückwunsch zum Sieg. Ist das jetzt in Ihnen Erleichterung, Zufriedenheit oder vielleicht auch Genugtuung, weil man es so den Kritikern mit bewiesen hat, dass man es kann? Naja, was heißt Genugtuung? Also wir wissen alle, das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, dass wir an Ergebnissen gemessen werden und die musst du dann irgendwann bringen. Und das ist auch für die Mannschaft oder für die ganze Argumentation dann halt wichtig, den Weg zu gehen, den wir jetzt eingeschlagen haben. Und das Siege tun immer gut. Und wenn es dann halt noch gegen so einen großen Verein wie Schalke ist, dann natürlich nochmal doppelt. Wie wichtig war denn Robert Ivanov für Sie sowohl im Spielerischen als auch im Verteidigen und auch als Persönlichkeit auf dem Platz? Ja, das im Endeffekt können wir das als gut bewerten. Das, im Vorfeld kann man das immer nicht so einschätzen. Also er hat das im Spiel wirklich gut gemacht, gegen Simon immer dran. Es waren immer nickliche Zweikämpfe, aber man hatte meistens die Fußspitze dran oder den Kopf. Und hat dann natürlich auch mit seiner Ruhe im Spielaufbau dann ein bisschen Druck rausgenommen. Das war jetzt ein ordentlicher Auftritt und ich hoffe, so kann es halt weitergehen bei ihm. Da gibt es noch eine weitere Frage. Bild-Zeitung, Max Backhaus. Hallo zusammen, Thomas. Du hast gesagt, die Basics haben im ersten Durchgang gefehlt. Wie erklärst du dir das als Mannschaft am dritten Spieler, die aufsteigen möchte, dass die Grundvoraussetzungen fehlen? Ja, es ist natürlich immer schwer nach dem Spiel ja direkt zu erklären. Wir haben definitiv hat Braunschweig wollte diesen Zweikampf mehr gewinnen. Wir haben versucht, vielleicht ein bisschen halbherzig in die Zweikämpfe zu gehen. Das könnte eine Erklärung sein. Eigentlich erwarte ich oder habe ich die Erwartungshaltung, dass wir dementsprechend die Zweikämpfe besser gestalten, annehmen. Wir haben ja auch am Freitag gesehen, wie Braunschweig gegen uns spielt, dass er immer sehr aktiv sind in den Zweikämpfen und auch mal eine Spielunterbrechung provoziert, was alles legitim ist. Nur heute war es so, dass wir gar nicht stattgefunden haben. Und das muss natürlich dementsprechend analysiert werden. Mir hat auch das zentrale Mittelfeld zu wenig Aktivität gezeigt. Also
Ron, fand ich, hat es noch sehr, sehr ordentlich gemacht. Und da müssen wir schleunigst hinkommen, dass wir definitiv auch versuchen, über die Zweikämpfe ins Spiel zu kommen. Und das war der Plan auch für die zweite Halbzeit, weil ich sage, Spiele kannst du verlieren. Nur so, wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, war es dann auch schwer, dann nochmal den Schalter umzulegen. Obwohl, wie wir schon gehört haben oder ich auch gesagt habe, die Möglichkeiten wären da gewesen, wenn Kosuki hätte, wenn und aber das Tor vielleicht macht, vielleicht kippt dann das Spiel wieder, weil dann Braunschweig auch im Kopf hat, Mensch, im Pokal haben sie auch geführt. Aber hätte, wenn und aber, hat nicht funktioniert. Und deswegen müssen wir die Niederlage letztendlich auch hinnehmen, weil unverdient war sie nicht. Ja, vielleicht noch eine weitere Frage. Niklas Tauer ist eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen, hat dann einen gegen den Kopf gekriegt. André Echelmann meinte gerade, er hat eine richtig fette Beule gehabt. Hat dann weitergespielt, war ja möglicherweise ein bisschen beeinträchtigt in der Situation, wo er den Fehlpass vor dem 0-1 spielt und wurde ja auch dann zur Pause ausgewechselt. Dann vielleicht wegen der Verletzung oder war das nur taktische Gründe? Na, im Endeffekt fand ich auch, dass er sehr, sehr gut reingekommen ist. Er wusste, dass er mich gegen Donkor schon eine gute körperliche Präsenz zeigen muss, auch eine gute Dynamik. Und ich finde, so die ersten Aktionen, die waren sehr, sehr positiv. Dann kam die Aktion, wo, glaube ich, der Gegenspieler ihm ins Gesicht, also nicht ins Gesicht, sondern aufs Gesicht tritt, was keine Absicht war. Und spielst du halt den Ball, den du nicht spielen darfst. Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hatte, dass du einen Schlag ins Gesicht bekommen hast. Aber da habe ich halt das Gefühl gehabt, Mensch, jetzt ist ein bisschen durcheinander, weil die Flanken kamen dann auch nicht mehr. Und deswegen war der Grund dann in der Halbzeit zu sagen, okay, wir setzen da nochmal einen neuen Impuls. Aber ich hoffe, dass jetzt nichts Dramatisches oder nichts Schlimmeres ist, aber es war nicht der Grund der Auswechslung, also die Verletzung. Da gibt es eine weitere Wortmeldung. Andreas Ernst-Watz, Herr Reiß, Sie haben gesagt, dass sich die Spieler jetzt daran gewöhnen müssen, was in der zweiten Liga gefragt ist. Wenn ich jetzt auf die Aufstellung gucke, hat so ziemlich jeder Spieler Zweitliga-Erfahrung, mitunter sogar vielfältige. Erschreckt Sie das ein bisschen, dass Sie sich trotzdem wieder daran gewöhnen müssen, wie hier gespielt wird? Was heißt erschrecken? Ich meine, natürlich war ich erschreckt, wie wir heute aufgetreten sind, weil ich nicht von ausgegangen bin, dass wir die Zweikämpfe definitiv nicht gestalten. Und natürlich hat jeder Spieler irgendwo Erfahrung. Jetzt könnte man ja sagen, trotzdem war es letztes Jahr, waren einige Spieler in der ersten Liga, da noch ein bisschen anderer Fußball auch gespielt wird. Da waren wir diejenigen, die mehr Power gegeben haben, mehr gepresst haben, und da müssen wir definitiv wieder hinkommen. Wir wissen, dass die Gegner teilweise auch tief stehen. Ich meine, Braunschweig hat uns heute auch wieder unter Druck gesetzt, was wir sehr, sehr gut gemacht haben. Haben uns zu vielen langen Bällen gezwungen, die wir einfach nicht festmachen konnten. Das war halt auch der Plan. Wir wussten, wenn sie aktiv sind, musst du eine Lösung haben, auf den zweiten Ball gehen. Damals auch zu viele Bälle verloren, zu einfach verloren. Ich glaube, wir haben eine einigermaßen Aktion, als Kenan Karaman zum Schuss kommt. Das wollten wir auch wieder in der Häufigkeit machen. Und deswegen, alle bange ist mir nicht, nur wir werden es natürlich analysieren, und so kannst du die erste Halbzeit, ja, so kannst du nicht auftreten, das ist definitiv. Herr Hertel, Glückwunsch auch erstmal von mir. Johann Gomez hat jetzt in den vergangenen zwei Spielen etwas zentraler gespielt als in den ersten beiden Saisonspielen. Ich hatte den Eindruck, dass er dadurch ein bisschen mehr Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Würden Sie mir zustimmen, und vielleicht können Sie ein paar Worte verlieren zu seiner Entwicklung? Ja, wir haben das ja ein Stück weit umgestellt vor dem Pokalspiel, dass wir halt dann einen Spieler so ein bisschen, dass wir drei Mann im Zentrum haben und Johann dann halt der ist, der am weitesten vorn spielt und halt situativ dann vorne mit auf die Linie schiebt oder eben doch in den Zwischenräumen dafür für Entlastung und für Anspielpunkte sorgt. Ja. Und wenn du dann einen Anspielpunkt im Zentrum mehr hast, hilft dir das natürlich. Ja. Das entlastet dann auch Jannis und Robin. Und Johann hat das gut gemacht, ist auch sehr laufstark gewesen, auch schon im Pokalspiel und auch heute geht dann immer mit die ganzen tiefen Wege, wenn wir dann auch lange Bälle spielen müssen und um dann halt diese Umschaltsituation oder dann überhaupt nachzurücken und vielleicht auch in der gegnerischen Hälfte Ballbesitz zu kreieren. Und da ist er auf einem guten Weg. Sie kennen Traditionsvereine und emotionale Fans im Vergleich zu Ihren vorherigen Stationen. Wie hat sich das jetzt angefühlt für Sie nach Abpfiff, dass da gemeinsam Schulter an Schulter vor der Kurve gesungen und getanzt wurde? Ja, das tut natürlich immer gut. Also es war schon sehr laut heute und die haben uns fantastisch unterstützt. Das brauchst du natürlich auch als so ein Verein, dass du halt dann diese Fans dann mitnimmst. Das haben wir auch gesagt. Das geht von uns aus. Wenn wir halt so richtig reinkommen ins Spiel, dann ist das Stadion da. Dann kannst du daraus auch Energie ziehen vom Stadion, mit auf den Platz nehmen. Und das hat heute super funktioniert. Und ich glaube, ohne das Stadion hätte man das Spiel wahrscheinlich auch nicht über die Zeit gebracht. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann vielen Dank unseren Gästen aus Gelsenkirchen. Eine gute Heimreise, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.